Wir kommen jetzt zur letzten Predigt von unserer aktuellen Serie «Unterwegs in die Freiheit». Und ich lese euch dazu zwei Texte aus dem 4. Buch Mose. Die Männer Israels brachten Og eine vernichtende Niederlage bei und besetzten sein Land. Das ist der erste und der zweite ist ein bisschen weiter hinten. Die Stämme Ruben und Gad hatten sehr große Viehherden. Als sie sahen, dass das Gebiet rings um die Städte Jasser und Gilead ein gutes Weideland war, sagten sie zu Mose und zum Priester Eleazar und zu den Stammesoberhäuptern: Seht hier dieses Land, das der Herr vor der Gemeinde Israel herziehend für sein Volk erobert hat. Es ist gutes Weideland und wir sind Schaf- und Ziegenhirten. Wenn ich jetzt den Text verfilmen müsste, dann würde ich ja vorher ein Drehbuch schreiben. Und dann habe ich gemerkt, hätte ich ein Problem. Weil die beiden Texte, die handeln vom genau gleichen Ereignis. Aber im ersten Text, kannst du die Folie einblenden, dort wären die Männer von Israel die, die kämpfen und würden siegen. Und wenn ich den zweiten Text als Grundlage nehme, dann ist es Gott selber, weil es hat ja geheissen, der Herr eroberte das Land für seine Leute. Ja, wie ist jetzt das? Wann müsste ich jetzt auf die Bühne kommen? Spielt da Gott oder spielt jetzt da die Männer von Israel, der Held? Matthias? Es ist schon mal beruhigend, ich bin weder Gott noch einer von den Männern von Israels, sondern weder noch. Wie geht jetzt das? Wir haben das gehört in dem Bibeltext. Einmal heisst es, sie haben das Land erobert, einmal heisst es, Gott hat das Land erobert. Hat es jetzt Gott gemacht und dann haben die Israeliten einfach können einziehen in das, was er bereitet hat, oder haben sie es müssen selber machen? Rund um das Ineinander und das Miteinander in unserem Leben von dem, was Gott tut und von dem, was wir selber in Eigenverantwortung tun, bleibt immer eine gewisse Spannung übrig. Und wir können das nie so genau auflösen. Es bleibt immer ein bisschen das Geheimnis, ja, hat jetzt Gott etwas in unserem Leben bewirkt? Oder sind doch wir es gewesen, die etwas gemacht haben? In dieser Frage hat mir ein Bild geholfen, das Geheimnis ein bisschen besser zu erahnen. Und ich glaube, man kann es wirklich nur ein bisschen erahnen. Als unsere Söhne noch Kind waren, haben die enorm gerne Lego gespielt. An Weihnachten und bei Geburtstag war auf der Liste zuoberst immer Lego-Sachen. Entweder Lego-Burgen, bei Rekordzeiten haben wir 4 daheim. Feuerwehrstationen, Polizeistationen, Piratenschiff, alles von Lego zuoberst. Und dann an Weihnachten ist es so abgegangen, sie haben ihre Päckchen bekommen, haben ihre Lego-Bausätze gehabt und kaum haben sie die gehabt, haben sie angefangen zusammensetzen. Und dann sind je nachdem, was sie bekommen haben, ganze Ritterlandschaften entstanden, ganze Welten sind entstanden mit Feuerwehr und Polizei und weiss der Gucker was. Und manchmal ist man im Zimmer fast nicht mehr durchgekommen mit Laufen. Die haben dann ihre Kreativität freien Lauf gelassen und gebaut. Allerdings hat ja keiner von ihnen Legosteine herstellen. Und der eine ist zwar tatsächlich wegen Lego, das ist dann in der Berufsberatung rausgekommen, Ingenieur geworden. Aber Pläne hat er ja auch nicht zeichnen für all die Schiffe und Feuerwehrstationen und Burgen und Flugzeuge und weiss der Kucke, was da noch alles gegeben hat. Und später ist ja noch die Lego-Eisenbahn dazugekommen. Keiner von denen hat einen Trafo bauen. Das haben sie geschenkt bekommen. Und mit dem Geschenkten haben sie dann angefangen, kreativ das weiterentwickeln. Und dann sind dann wirklich, manchmal bist du nicht mehr durch, fast nicht mehr ins Bett können steigen, weil da lauter Burgen und Schlachten von Rittern gewesen sind. Und das Bild hat mir geholfen, das Ineinander und Miteinander zu verstehen,
von dem, was Gott tut in unserem Leben und von dem, was wir tun. Und das Erste und das Grundlegendste ist, unser Leben ist ein Geschenk. All die verschiedenen Lego, du kannst die nächste Folie einblenden, all die verschiedenen Lego und Duplo-Steine, die haben wir geschenkt bekommen. Das ist 34-jähriger Weihnacht. Das Teil auch, das ist ein bisschen weniger alt. Das haben wir geschenkt bekommen. Und so ist es auch den Israeliten gegangen, die unterwegs sind in das verheißene Land der Freiheit. Dass sie frei gewesen sind. Dass sie nicht mehr Sklaven gewesen sind beim Pharao in Ägypten. Das haben sie nicht sich zu verdanken gehabt. Das hat Gott ihnen geschenkt. Das ist ihnen gegeben worden. Das ist nicht auf ihrem Mist gewachsen. Das sind quasi ihre Lego- und Duplo-Steine. Ich habe jetzt Duplo genommen, die sieht man ein bisschen besser vorhin. Lego wäre schon ein bisschen klein. Das sind ihre Lego-Steine gewesen, die sie bekommen haben. Und genau so ist es bei uns. Dass wir leben. Dass wir da leben. Und wenn es der Fall ist, dass wir gesund sind. Und wenn es der Fall ist, dass wir arbeiten können. Das verdanken wir ja Gott. Niemand von uns hat sich das Leben gegeben. Alia sich ja auch nicht. Und die Familie hast du auch nicht ausgesucht. Zum Glück ist es gut gekommen so. Das ist uns geschenkt. Dein Leben ist ein Geschenk. Ich hätte ja ganz so gut noch jemand anders können, zu einer anderen Zeit auf die Welt kommen. Ich habe keinen Einfluss darauf gehabt. Es ist passiert. Es ist mir geschenkt worden. Unser Leben ist ganz grundlegend ein Geschenk. Das haben wir bekommen. Das ist mir, den Sommer hatte ich ein bisschen Zeit gehabt mit dem Sabbatical und habe ein bisschen zurückgeschaut auf mein Leben, ist mir das so bewusst worden. Der Blick zurück hat mich unglaublich dankbar gemacht. Denn so vieles in meinem Leben ist worden, hat sich begeben. Die Bibel sagt so oft, es begab sich. Und wenn ich zurückschaue, dann ist vieles geworden und hat sich begeben. Und natürlich, anders ist nicht geworden und hat sich nicht begeben. Das ist auch eine Realität im Leben. Bei keinem wird immer alles. Und bei keinem läuft alles rund und gut. Aber da, wo etwas gut gekommen ist, es ist geworden. Ich habe also zurückgedacht, allein schon, dass ich auch studieren konnte. Da hat jemand die Möglichkeiten in mir gesehen. Jemand anders hat sich eingesetzt, dass ich überhaupt Stipendien bekomme. Ohne die hätte ich nicht studieren können. Das ist mir geschenkt worden. Oder dann später, wo wir auf Hindelbank gezügelt waren, da war einfach gerade eine Stelle frei. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war wunderbar. Aber die war frei. Sie hätte ja auch nicht frei sein können. Und dann wäre mein Leben völlig anders verlaufen. Das ist mir geschenkt worden. Ganz zu schweigen, was wäre passiert, wenn Elisabeth Nein gesagt hätte über den Heiratsantrag. Dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Das ist mir geschenkt worden. Das konnte ich ja nicht können steuern. Und je länger, je mehr merke ich, wie wenig wir eigentlich im Leben können steuern, planen und berechnen. Abbrüche sind manchmal unvorhergesehen über mich hineingebrochen und Aufbrüche völlig überraschend gekommen und haben neue Wege aufgetan. Es hat sich begeben. Und wenn wir das Leben vor allem auf der Grundlage von einem Geschenk von Gott sehen, hat das ja schon ein bisschen Haken. Dann entzieht sich ja unserer Kontrolle und Machbarkeit. Oder wenn man abhängig ist von Geschenk, weisst du nie so genau, was kommt. Darum lassen sich ja viele zur Hochzeit am liebsten Geld schenken. Dann weisst du wenigstens, was hast. Oder du machst dann eine Wunschliste, machen, wo du genau kannst anklicken kannst, was sie wollen. Das ist, bei uns hat es ja das noch nicht gegeben. Und da haben wir ein, zwei böse Überraschungen gehabt. Oder eigentlich hätten wir uns das gewünscht und wir sind uns ziemlich sicher gewesen, das wäre klar. Aber geschenkt bekommen haben wir dann etwas anderes und bei etwas haben wir das Leben lang nie genau gewusst, was es ist. Es ist immer ein bisschen risikoreich, auf einem Geschenk aufzubauen. Aber es ist auch etwas unglaublich Schönes.
Und jetzt haben wir all da unser Leben bekommen als Geschenk. All die verschiedenen Lego-Teile von unserem Leben. Und wer sein Leben als Geschenk annimmt, der wird kreativ. Da kommen wir zum Zweiten. Wer sein Leben annimmt. Unsere Buben, die haben die Lego-Steine, das haben sie geschenkt bekommen. Die haben es nicht können machen. Aber kaum haben sie sie gehabt, haben sie angefangen ausprobieren, angefangen bauen, haben da angefangen zusammensetzen. Und dann sind unglaubliche Sachen entstanden. Da kann man anfangen kreativ werden und zusammensetzen. Und da gibt es plötzlich ein Feuerwehrauto. Und ich glaube fast, das muss jetzt zum Alessio. Brrrm, jetzt kommt das zu dir zu fahren. Und bleibt für den Rest des Gottesdienstes bei dir. Und nachher können wir dann immer noch diskutieren. Ich möchte euch, um das zu veranschaulichen, meine Tante B vorstellen. Das ist die mit der Brille. Tante Elisabeth, aber alle haben ihr immer Tante B gesagt. An der Familientreffen, die wir hatten, war sie die für die Aufregungen zuständig war. Sie war immer leicht hysterisch und mega geizig. Und also als Bub, ich habe einfach gewusst, es gibt Familienfest und irgendeinmal während dem Fest fängt sie an hysterisch zu brüllen. Das ist programmiert gewesen. Sie hat das Leben lang das Gefühl gehabt, sie sei ein Findelkind und hat immer behauptet, sie habe afrikanischen Einfluss und man habe sie sicher irgendwo gefunden. Und dann ist sie auch felsenfest überzeugt gewesen, dass sie im Leben zu kurz kommt. Das war ihre Überzeugung. Das ist etwa bis zu ihrem 60. Geburtstag gegangen. Da ist etwas passiert. So um die 60 herum hat sie erkannt, dass ihr Leben und Baustein von ihrem Leben ein Geschenk von Gott ist. Gott ist buchstäblich eingebrochen in ihr Leben. Und sie hat angefangen zu bauen mit den Bausteinen, die sie hatte. Und glaubt mir, das ist weder an ihr noch an uns als Familie spurlos vorbeigegangen, was sie angefangen hat zu bauen. Gemerkt hat, mir ist ja alles geschenkt, jetzt kann ich bauen. Ich bin eben nicht so ein Baumann, darum habe ich auch beim Bühnenumbau auch nicht so geholfen. Auf einmal haben ihre nicht mehr die Sorge um die materielle Sicherheit den Hals zugeschnürt, sondern ihr Raum ist weit geworden. Das war sowieso irrational. Sie war die Witwe von einem sehr wohlhabenden Mann. Die hat sich nicht einen Tag Sorgen um ihr Leben machen müssen, aber sie hat immer das Gefühl gehabt, sie sei zu kurz gekommen. Und plötzlich hat sie gemerkt, das ist ein Baustein. Mir geht es ja gut. Mit dem fange ich an zu bauen. Sie hat ihre wunderschöne Attika-Wohnung, wo sie in Kleinbasel hatte, angefangen aufzutun. Für Leute. Sie hat eine Kleingruppe eingeladen zu sich, regelmässig. Das Geld, das sie hatte, und immer das Gefühl gehabt, sie hat zu wenig, hat sie gemerkt, das ist ja mir geschenkt. Hat angefangen zu bauen. Und ausgerechnet Tante B hat angefangen, ein Drogenreha-Zentrum in Basel zu unterstützen und Jugendlichen zu helfen, aus den Drogen auszusteigen. Hat das genommen und gesagt, das sind meine Bausteine. Mit denen kann ich bauen. Und mit denen will ich etwas bauen, wo Gott verherrlicht. Und ihr Leben ist ein Bild geworden von der Grosszügigkeit von Gott. Eine hysterische Tante wird zu einem wunderschönen Gebäude von der Grosszügigkeit von Gott. Es gibt auch in unserer Mitte unzählte solche Beispiele von Menschen, die die Bausteine, die Gott ihnen gegeben hat, gebraucht haben und etwas daraus gebaut haben. Etwas haben wir ja gesehen. All die Leute, die da geschaffen haben für den Bühnenumbau, dass der hätte passieren können. Oder dann gibt es in unserer Kirche gibt's Senioren. Die haben gemerkt, ein so Baustein, den ich habe, ist Zeit. Und die fangen an, im Seniorenheim anderen Senioren vorlesen.
setzen das ein. Wieder andere setzen ihre Bausteine am Arbeitsplatz ein. Und man merkt doch sofort, ob jemand seinen Job aus Pflicht oder aus Karrieregründen macht oder einfach aus Freude und aus Dankbarkeit. Das merkst du. Das merkst du. Hat man nach dem Morgengottesdienst jemand erzählt, er sei gestern, vorgestern, das Nachtessen und der erste Zikone fragt, möchten Sie noch das Dessert? Er hat gesagt, nein. Und der zweite Zikone, voller Begeisterung, geschwärmt von dem guten Dessert, was sie haben. Er hat gesagt, du glaubst es nicht, am Schluss haben wir eins gegessen. Man spürt es. Macht jemand, was er macht, aus Dankbarkeit. Und sagt, das habe ich bekommen. Und ja, es haben nicht alle gleich viel Bausteine. Ja, es ist unterschiedlich. Aber wir alle haben. Wenn wir das Leben als ein Geschenk annehmen, dann macht das uns nie, nie passiv. Genauso wenig wie unsere Söhne als Kinder passiv geworden sind, als sie die Legoburgen bekommen haben. Die sind nicht hergekommen und gesagt, na toll, was mache ich jetzt mit diesen Klötzen? Sondern dann haben die angefangen zu bauen. Dann hat man das genau zusammengesetzt, vielleicht sogar ein bisschen anders als auf dem Plan. Da ist etwas Kreatives entstanden. Das war Freiraum. Wenn wir das Leben als ein Geschenk annehmen, dann tun sich uns ganz neue Möglichkeiten im Leben auf, wo Gott verherrlicht. Wir kommen zurück zu den Israeliten. Endlich sind sie im verheißenen Land der Freiheit angekommen. Ja, haben sie das jetzt selber erobert? Oder hat das Gott für sie gemacht? Müsste jetzt Sandra Gott auf die Bühne bitten für ihren Film? Oder die Israeliten? Wahrscheinlich beide. Gott hat den Pharao in Ägypten dazu gebracht, sie zu gehen. Er hat es ihnen ermöglicht. Er hat sie versorgt unterwegs mit dem, was sie nicht hatten. Das sind ihre Legosteine. Das sind die Steine, die sie mitbekommen haben. Aber sie mussten bauen. Sie mussten damit etwas machen. Und sie haben aus lauter Freude, denen hast du nicht gesagt, unser Sohn hast du nicht gesagt, jetzt musst du aber etwas bauen. Die konnten nicht mehr warten. Sie haben gehandelt. Sie haben dann gegen den König auch, wo wir gelesen haben, müssen kämpfen. Alles im Leben ist uns geschenkt. Und wenn wir das erkennen, gewinnen wir so viel Freiheit, dass wir anfangen, die Freiheit auszufüllen. Wenn ich merke, dass mein Leben steht nicht mehr auf dem, was ich mir erkrampfe. Nicht mehr auf dem, was ich mir irgendwie zusammenhebe und anstresse und weiss nicht was, sondern auf einem riesen Geschenk. Da gibt es so viel Energie, so viel Freiraum, dass ich gestalten kann. Und ja, ohne vorfabrizierte Legosteine und Baupläne und manchmal noch Hilfe von uns Eltern, wären all die mittelalterlichen Burgenlandschaften, all die Polizeilandschaften und Star Wars Landschaften in unseren Kinderzimmern nie entstanden. Das ist nicht gegeben worden. Aber gebaut haben sie selber. Und so endet unsere Predigtreihe unterwegs ins Land der Freiheit mit enormer Dankbarkeit. Das Grundlegende im Leben ist uns allen geschenkt. Es ist uns anvertraut worden. Eigentlich gehört es ja nicht einmal ganz uns. Und gleichzeitig weckt das in uns den Wunsch, das verheißene Land der Freiheit so zu bewohnen, dass der Segen, den Gott uns geschenkt hat, vermehrt wird, zu anderen kann kommen. Dass die Bausteine, dass wir die so zusammensetzen können, dass das Gott verherrlicht. Und dann kann es sein, dass ich manchmal denke, naja, ich habe vielleicht nicht so viele Bausteine wie die anderen, oder nicht so schöne, oder nicht so grosse. Oder vielleicht denke ich sogar manchmal, mir fehlen Bausteine. Die Momente kennen wir alle. Alle. Und das ist ja so. Und genau darum feiern wir auch heute noch Abendmahl in dem Gottesdienst. Das Abendmahl ist Ausdruck, bei Gott an seinem Tisch sind wir alle willkommen. Jeder gehört dazu. Gott hat kein Lieblingskind, kein Stiefkind, nicht wie meine Tante B, hat kein Findelkind. Sondern alle gehören dazu.
Niemand kann uns ausschliessen von diesem Tisch. Wir gehören zu Gott an seinem Tisch. Und wenn wir alle dazugehören, gehören wir auch alle zueinander. Es geht ja gar nicht anders. Weil je näher wir zu dem Tisch kommen, desto näher kommen wir auch zueinander. Minimum das ist uns heute allen geschenkt. Allen. Und allein schon nur das macht uns so dankbar und gibt uns immerhin in diesem Bereich bereits Freiheit zu gestalten. Und ja, manches wird und vieles wird nicht im Leben. Und ja, manches bricht auf und vieles bricht zusammen im Leben. Das ist bei uns allen so. Aber dass wir eingeladen sind bei Gott, das ist uns immer geschenkt. Und darum freue ich mich, dass wir heute dürfen zusammen den Abendmahl feiern. Der grosse Raum der Freiheit. Und dürfen dankbar mit unseren Steinen das, was wir haben, bauen, so dass Gott verherrlicht wird. Amen.